Und damit herzlich willkommen zurück zu der Elder Scrolls Online hier bei Explore IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind wieder in den Steinfällen zurück. Letzte Folge haben wir unser erstes eigenes Heim gegönnt. Und mal ein bisschen rumgestöbert, was man da so machen kann. Da werden wir uns dann zu gegebener Zeit, wenn wir mal nichts zu tun haben, intensiv mit beschäftigen. In der Folge werden wir es weiter questen, die Steinfälle. Haben ja noch einiges zu bieten. Wir sind jetzt oben im Norden, weil ich wollte jetzt hier in der Folge die zwei Himmelsscherben holen. Eventuell bei dem Weltboss vorbeigucken und dann quer runter zu Garin Induril. Und hier haben wir noch vier Bücher zu finden, beziehungsweise eins. Gut. Dann holen wir unseren Hirsch und marschieren mal Richtung Himmelsscherbe. Ich hoffe, dass der Regen bald aufhört, weil die Steinfälle echt ein tolles Gebiet sind. Wo jedes Mal fast Urlaubsstimmung aufkommt, von der Grafik her. Wir brauchen auch dringendst Erze. Erze und Kräuterlies. Was mit ihm hier? Er ist leer. Was ist hier los? Nehmen uns eine Melone mit. Und Gewürze. Ich denke mal, wir müssen eventuell hier oben rum oder auch nicht. In den letzten Folgen haben wir ja die Handwerksmaterialien dezent vernachlässigt. Aber je mehr ich die tägliche Handwerksquest mache, desto rapider schrumpft unser Bestand an Handwerksmaterialien. Deswegen müssen wir da jetzt echt Obacht geben und alles einsacken, was wir sehen. Und da hinten ist auch schon die Himmelsscherbe. Das ging ja fix. Hier oben haben wir noch Runensteine. Er hat es nicht geschafft. Die sind schon Kraut. So. Mal eben schauen, ob sie hier noch eine Kiste versteckt haben. Eventuell. Nein, aber eine Spinne. Ups. So war das. Nein, du frisst dich nicht satt, Kollege. So, hier war nix. War hier oben noch was? Nö. Dann nehmen wir die Himmelsscherbe und kassieren einen halben Punkt. Zwei von drei. Mit der nächsten haben wir dann schon wieder einen Fertigkeitspunkt. Nice. Gut, jetzt müssen wir ein großes Stück reiten. Ja, aber nicht so, sondern... Hallo? M? Nein, war schon richtig. F. Los geht's. Vielleicht entdecken wir unterwegs noch eine Quest. Auf 2, 3, 4, man weiß es nicht. Tja. Schauen wir eben hier unten. Hier ist aber nichts. Dann reiten wir querfeldein, insofern wir das können. Können wir nicht, okay. Aber hier geht's lang. Ein Mann, ein Hirsch, eine Mission. Genieße es immer, wenn ich andere Spiele längere Zeit aufnehme und dann wieder zurück zur These komme. Das ist echt schön. Anders kann man es nicht beschreiben.
Ich hatte es in den letzten Folgen auch schon erwähnt, also Steinfell ist so absolut mein, vom optischen her, mein Lieblingsquestgebiet. Die Zuflucht. Müssen wir die noch entdecken? Wermut? Können wir uns ein Schnäpschen brauen? Hier ist auch noch Wermut. Und Äpfel! Explorer liebt Äpfel! Na, Inhalt stehlen nicht, nein. Hauptquest machen wir ja erst mit Level 50 weiter. War ja so der Gedanke meinerseits. Und hier ist noch ein Buch. Okay. Gut, können wir nicht entdecken, müssen wir wahrscheinlich rein. Werden wir dann zu gegebener Zeit auch noch machen. Und ich laufe wieder. Warum tue ich dies? Und wo soll die Himmelsscherbe sein? Hier ist auch noch ein Verlies, wunderbar. Ist die Scherbe wahrscheinlich da unten drin, ne? Oder? Mutmaße ich mal. Ja, hier ist ja kein Licht in den Himmel. Dann machen wir Verlies. Die Armatur der inneren See entdeckt. Kann man irgendwas looten? Nö. Geh mal rein. Schreiben wir das eben auf. So, geht direkt los. Einen Moment. Und Urne. Ihr seid ja schon böse. Warum? Wo willst du hin, Freund? Haben wir ihn jetzt auch schon gelootet? Ja. Baupläne. So, mein Freund. Okay, wir stellen uns mal so hin, damit wir uns orientieren können. Rechts rum geht's zur Himmelsscherbe. Dann machen wir erst dieses. Hier soll sie jetzt gleich irgendwo sein. Kann man auch was looten? Hier. Dich nicht. Ein Dietrich. Hier kann man unheimlich viele Bücher rauslassen. Ja, da kommen sie jetzt. Und nichts. Was? Nee, bleib ruhig. Hä? Wir schauen? Nee. Die Richtung? Ach, da hinten ist sie. Okay. Freunde?
trübes Gift. Dwemer-Zahnräder. Sonst scheint hier aber nicht viel zu sein. Jo, nehmen wir uns die Himmelsschatten. Ja, kommt ihr alle? Kommt ihr alle raus? Alle? 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 Sind alle da? Okay. Kein Dude. Und wieder ein Fertigkeitspunkt. Kabams. Sehr schön. Da haben wir auch noch Loot. Dann... Explorer. Frosch im Hals. Okay, hat sich ja voll gelohnt. Ja, kommt mal alle raus hier. Alle raus, alle raus, alle raus, alle raus. So, ich glaube, das war's. Dann sind wir schon am Weg zum Boss. Was ich komisch finde, ist, ich hatte eigentlich ein Add-on installiert, was uns jetzt die Bosse in den Verliesen anzeigen soll. Scheint nicht so zu funktionieren. Bei Gelegenheit mal wieder schauen. So, was ist eine Notiz? Hier ist nichts. Wo geht's da hin? Okay, diesen Zwischenraum könnte man ja mitnehmen. Gibt ja ein bisschen XP, weißt du? Ne, ist aber fix. Der Boss hier dran. Bist du ein Boss? Ja. Du? Auch nicht. Da lang. Da gehen wir jetzt wieder zurück. Okay. Gar nichts hier. Gar nichts. Was haben wir alles, ne? Okay. Wer seid ihr? Fußvolk. Hm.
Nicht so der Burner. So, wir müssen jetzt zurück und dann links. Oh. Erledigt. Okay, dann warten wir wieder, bis alle draußen sind. Tüdelü. 4, 5 ist so, ne? Wie gesagt, bis jetzt hält sich der Loot sehr bescheiden in Grenzen. Ja, vielleicht haben wir beim Boss dann mehr Glück, da hinten blitzdingst du irgendwas. Was ist das? Warum tut es dies? Keine Ahnung. I believe. Ja, da müssen wir runter. Wir schauen uns aber eben nochmal hier um. Da ist noch eine Urne. Sehr schön. Ja. Okay, Bossi, wir kommen. Wir kommen nicht alleine. Das ist schon mal gut, dann geht's schneller. Gegen was sollen wir denn jetzt kämpfen hier? Ist wieder tiefenkonzentriert, dann hält er immer die Klappe. Weil beides kann er nicht. Männer sind ja nicht multitaskingfähig. Das steht ja schon fest. Kiste? Hallo Kiste. Okay. Das war es hier. Wo haben wir den Boss? Du bist der Boss. Okay. Dann komm mal her. Dann komm mal nicht her. Nein. Aua. So, mein Freund. Gürtel des Schröters. Und was hat er jetzt hier bewacht? Gar nichts. Nicht viel zumindest. So. Dafür kriegen wir hier umso mehr Kram.
zum Kochen. Okay, lecker Eintopf nehmen wir mit. Ja, dann war es das hier schon wieder. Ist hier noch was versteckt? Nicht viel. Die Frage, wie wir fix hier rauskommen. Dafür müssen wir mal wieder auf die Karte. Und warum blinkt das hier? Was? Ne, alles leer. Und wir müssen jetzt links rum, rechts rum. Jetzt müssen wir einmal quer durch den Raum boxen. Marsch! Hinten durch. Wer die Aggro hat, darf sie behalten. Gut, dann haben wir den Dungeon auch noch fix gemacht. Das freut mir und ich hoffe, dass draußen jetzt mal die Sonne scheint. I hope so. Ich brauche Sonnenschein. Draußen ist kalt genug. Es sieht fast so aus, als wenn es so langsam hell wird. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.